Mit einer großen Ausstellung blickt der Stolberger Schnitz- und Klöppelverein auf sein 130-jähriges erfolgreiches Bestehen zurück. Bis zum 3. Februar kann die Exposition im Kulturbahnhof Stolberg bestaunt werden. In der Jubiläumsausstellung sind unter anderem Schnitz- und Klöppelarbeiten einstiger Mitglieder und Förderer zu sehen. So unter anderem von den weit über Stolberg hinaus bekannten Schnitzern Paul Ullmann, Ernst Golsche, der das Schnitzen der Zapfenleuchter prägte, Alfred Färber, Siegfried Dittmann, Harry Scheiter, der Schnitzfrau Käthe Freitag oder Klaus Rasselnbruch. Geöffnet ist die Ausstellung mittwochs, sonnabends und sonntags von 10 bis 18 Uhr sowie donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr.